Zeig mir noch mal dieses Stück Stoff vielleicht. Kann das jemand vorlesen? Meine Augen sind nicht mehr die besten. Das sollte vielleicht einer von denen da machen. Es ist eine merkwürdige Sprache, euer Deutsch. Ein Jäger mit einem Fertigkeitswert von mindestens 1 in Wissensgebiet beherrscht automatisch Latein und kann diesen Text lesen. Hey, das habe ich. Cool. Noch jemand dabei? Ja, Klaus. Gut, dann, ja, wer möchte? Klaus, Klaas? Ich mache einfach mal. Ist ihr Deutsches im Grunde auch nur holländisch auf lustig. Jedenfalls, wohl sei mit dem heutigen Tage vermerkt, dass die Gefahr des Herrn von Freiberg, ja doch, von Freiberg gebannet ist, wohl den Leuten des Dorfes zu verdanken, welche schnell und beherzt eingriffen, um dem Turm des Mannes ein Ende zu bereiten. Jener Herr, welcher fortan nicht mehr genannt werden soll, wirkte gotteslästerliche Zauber auf dem Felde vor dem Dorf, wo dereinst viele Soldaten in der Schlacht im großen Krieg ums Leben kamen. Als die mutigen Leute den Manne konsultierten, zauberte der mit einem Wink eine Horde Leichen herbei, welche die Leute zuerst in Angst und Schrecken versetzten, bis sie unter den einfachen Waffen der Bauersleut untergingen, wie es auch dem Herrn erging. Sein Gebein getan in einen Sarg aus Stein. Sein Gebein getan in einen Sarg aus Stein, weggeschlossen in der Krypta derer von Waldenburg, auf dem nunmehr vom Walde umschlossenen Friedhof gelegt und vor Gottes Auge bewahrt. Letzter Satz macht nur so halb Sinn. Die Krypta von Waldenberg kenne ich. Die steht im Süden von hier. Nahe dem Sumpf. Um Himmels Willen. Vermutlich ist dieser. Nennen wir ihn einfach mal Hexer, wieder von den Toten zurückgekehrt. Und vermutlich hat er die anderen mitgebracht. Mhm. Und die neuen noch gleich mit. Gibt ja mehr als genug Leichen, die im Wald rumliegen. Aber. Warum ist der Pfarrer tot? Ich hab gesehen, wie er sich. Naja, vor. Wann war das? Vor 2 Tagen hat er sich mit jemandem gestritten. Den kannte ich nicht, ein Fremder. Ein Fremder? Ja, könnt ihr ihn beschreiben? Ein gelehrter Herr, glaube ich. Er kam wohl von weiter her und sprach wohl auch Latein, wie ich das mitbekommen habe. Ich war nur kurz zu Besuch in der Kirche, habe ihm einige Pilze gebracht. Und als ich glaube, sie haben sich geschritten über irgendwas, aber ich kann kein Latein. Ist dir zufällig, wie er gekleidet gewesen ist? Wie ein gelehrter Herr eben, ein Reisemantel, einen langen Hut ins Gesicht gezogen und nun ja, er hatte wohl auch einige Bücher dabei. Das ist nicht gut. Wir sollten uns das ansehen. Möglichst bald. Wisst ihr, ob der Mann weitergereist ist? Ja, wir sollten uns das anschauen, auf jeden Fall. Aber erstmal. Vermutlich hat der Tod des Pfarrers damit etwas zu tun. Ich habe ihn heute Morgen noch gesehen, den Herrn Pfarrer. Also. Hat er etwas gesagt? Die andere Person nicht. Nein, gesagt hat er nichts. Aber da war er noch am Leben. Nun, wenn er gerade diesen Text hier offen hat und wenige Zeit später tot ist, steht vielleicht ein Zusammenhang. Aber warum sollte er denn dieses Buch aufschlagen? Das ist die Kirchenchronik aus dem Jahr. Was steht da drauf? 1691 bis 1694. Das ist doch lange her. 40 Jahre oder so. Nicht lang genug. Nicht annähernd lang genug. Dieser Text ist schon so alt, ne? Nun, vermutlich hat es mit dem zu tun, worüber er geredet hat. Wir sollten uns auf jeden Fall diese Krypta ansehen. Oder versuchen, diesen Gelehrten aufzugabeln, aber der wird überall der Berge sein. Na, oder er sucht die Gebeine von dem. Dann wird er auch nach der Krypta suchen. Das heißt, wir würden ihn da finden. Nun, also der Friedhof ist etwa zu Fuß, vielleicht 15 Minuten von hier. Vielleicht sollten wir trotz allem einmal die Kirche hier absuchen, nicht, dass sich hier noch der Mörder versteckt hält. Ganz recht, da sollten wir uns zuerst drum kümmern. Gibst du mir nochmal diesen Stofffetzen?
Ich weiß nicht, wer den hat. Irgendjemand wird mir schon geben. Sieht das aus wie Gewandstoff, oder? Das ist Gewandstoff, ja, könnte man sagen. Gut. Wir gehen jetzt einfach alle, die hier drin sind, durch und schauen nach, ob ihnen so ein Stück Stoff aus der Kleidung fehlt. Und ja. Wenn ja, haben wir unseren Mörder wohl gefunden. Ja, wenn du einmal, oder wenn ihr euch einmal hier umher schaut, könnt ihr erkennen, dass das wohl alles sehr einfaches Leingewebe ist, sehr rau und nicht mit dieser Art Stoff zu vergleichen. Also die meisten Kleidungsstücke sind auch sehr ausgebleicht. Könnte doch von dem Lumpen von diesem Gelehrten sein. Das denke ich mir auch. Ja. Nun, aber wir sollten trotz allem klären, gibt es hier in dieser Kirche auch eine Krypta? Man guckt mal die Dorfbewohner an. Nein, das wäre nicht gut. Der Boden dieser Insel ist mittlerweile sehr, nicht wirklich sumpfig, aber zumindest ist er nicht trocken und deswegen haben wir uns weiter im Süden einen großen Friedhof angelegt, aber naja, eine wirkliche also Krypta haben wir nur eine. Hier ist noch nie jemand bestattet worden und es gibt keine weiteren Räume als dort die Sakristei. Oder was wollt ihr damit sagen? Genau, die Sakristei hier mit dem Büro des Pfarrers und ansonsten gibt es hier nichts weiter. Naja, da oben die Orgel noch, aber die ist auch schon verstaubt. Wer kommt mit hoch? Dann gucken wir uns oben noch einmal um, bevor wir weiter gucken. Nicht, genau, dass man sich auf dem Dachstuhl oder im Turm versteckt. Ich komme. Schaut vor allem von Turm aus mal, wie die Untoten sich verteilt haben. Wahrscheinlich können wir die umgehen, wenn wir raus wollen. Gut, ich gehe zum Turm hoch und gucke hinaus und ihr kümmert euch um den Rest, den wir gerade geplant haben. Ich werde derweil noch ein paar Heiltränke zubereiten. Die können nie schaden. Gibt es einen Seiteneingang oder so? Eine Nebentür? Ja, gibt es auch. Auf der Nordost- und Westseite könntet ihr dann jeweils nach links und rechts raus. Das wäre möglich. Okay, dann schärfe ich den Dorfbewohnern ein. Erstens, wir gehen da gleich raus. Und zweitens, sie sollen hinter uns die Tür zumachen. Und drittens, nicht wieder aufmachen, bevor wir wieder da sind. Wenn Jan nach oben geht, kann er erkennen, dass hier wohl Teile der Treppen auch eingestürzt sind. Die Glocke, die hier wohl ehemals hing, ist hoffnungslos runtergestürzt, schon auch wohl vor vielen Jahren, und liegt zerbrochen an dem Grunde, hat wohl auch die Kirche dann stark beschädigt. Und wenn du dann am oberen Ende angekommen bist, die restlichen Turmteile, die noch stehen, kannst du einmal Aufmerksamkeit würfeln, um die Position der Untoten zu erkennen, die immer noch bewegungsunfähig verteilt im Dorf stehen, auf verschiedenen Positionen. Ja, sofort. Und währenddessen kann Klaus sein mobiles Tischchen vom Rücken nehmen und anfangen zu kochen. Das ist jetzt die Probe zum Kochen. Ja, das ist Wissensgebiete. Sind zwei. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist eine 1, ist das ein automatischer Erfolg oder ist das auch nur ein halber? Das ist nur bei Erste Hilfe so. Bei dem Elixier machen ist es nur ein Erfolg. Okay, dann hast du. Also die 2 Einsen wären ein Erfolg. Genau, richtig, das wollte ich jetzt wissen. Genau, 2 Einsen sind ein Erfolg, ist ein Trank. Ja, dann würde ich so dann gut einpacken. Gar nicht so gut. Was hast du denn gebraucht? Kuh oder Heiltrank? Ein Heiltrank. Dann habt ihr noch 2 Stück. Insgesamt. Glaube ich, ne? Ja. Jan hingegen kann mit 3 Erfolgen aufwarten bei seiner Aufmerksamkeit. Okay. Dann, wenn ihr euch jetzt heimlich durch das Dorf bewegen wolltet, um die Untoten erstmal zu umgehen, bekommt ihr von mir 2 Januswürfel Erleichterung durch die Spähenprobe von Jan. Nach ungefähr einer halben Stunde des Tränkebrauens kann dann Klaus mit einem enttäuschten Gesicht zu euch kommen und ihr wäret aufbruchbereit. Habt ihr alles? Mehr oder weniger.
Man genau gibt dann grob an, wo man die Untoten gesehen hat. So dass die anderen halt auch schon mal grob wissen, wo man lang könnte, möglicherweise. Oder auch nicht. Gut, wir umgehen sie also möglichst westwärts. Und so, dass wir in den Wald kommen und zu dieser Krypta. Wir schauen nach Möglichkeiten nur, wenn es sein muss. Ihr wisst schon, dass ich nicht der leiseste Typ bin. Ein bisschen klappern ist nicht so wichtig, glaube ich. Wir sind ja nicht so scharfsinnig. Aber wie gesagt, nur schießen, wenn es sein muss. Findet ihr den Weg alleine oder soll ich euch begleiten? Wer sagt das? Die Frau, das ist wohl diejenige, die den Pfarrer dort entdeckt hatte und die sich eben wohl auch mit euch unterhalten hatte. Marius, was meint ihr? Ich denke, wir sollten sie mitnehmen. Ich glaube, die Frau ist guten Herzens. Nun gut, dann kommt mit. Ihr anderen, verrammelt die Tür hinter uns und macht sie nicht wieder auf, bis wir wiederkommen. Ja, die drei Jungs, die du wohl eben zum Balkenstemmen angesprochen hattest, die nicken dir zu und werden hier wohl die Leitung übernehmen. Okay, dann Tür auf und los. Okay, und damit beginnt es, die Reise über die Brücke. Und ja, wenn ihr wollt, heimlich, ansonsten müsst ihr kämpfen. Heimlich. Wie ist das mit dem Coup oder Ideen um zum Forcieren? Wie funktioniert das? Du kannst vor deinem Wurf das Ganze um 3 Würfel erhöhen. Da müsstest du eben gucken, das ist Heimlichkeit. Das müsste ein körperliches Attribut sein und dementsprechend Coup ausgeben. Okay, und wie viel Erfolg brauchen wir oder sagst du uns das nicht? Du brauchst einen Erfolg. Okay. Das sollten wir schaffen, oder? Ich könnte dir jetzt natürlich noch Januswürfel reindrücken. Ja, wir haben ja Januswürfel schon zum Bonus. Ist richtig, aber ich sag dir nur, also ein Erfolg reicht. Die Erschwernis mit den Januswürfeln, die drücke ich dir hinterher rein. Okay, los geht's. Ja, ich spare mir die Bonuswürfel, die wir haben, weil ich hab's schon geschafft. Also Klaas schleicht etwas geduckt voran, schaut nochmal um die Hausecke und winkt die anderen hinter sich her. Muss ich auch schleichen? Genau, einmal alle Heimlichkeit. Und wie gesagt, ihr bekommt einen Bonus von 3, was hatte ich gesagt? 2 Januswürfel, ne? Vom Spiel. 2. Denkt vielleicht drüber nach, ob ihr nicht eine Kuh einsetzen wollt, wenn ihr da nicht so gut drin seid. Ich hab 5. Ich werde das tun. So, warte mal, wir machen das erstmal der Reihe nach. Also, Klaas. Fangen wir bei Klaas an. Du hast 2 Sechsen, sind 2 Erfolge. Dann bekommst du 2 Januswürfel Erleichterung und du bekommst von mir 3 Punkte Erschwernis. Warte, 3 Punkte Erschwernis, um durch eine Horde Untote zu schleichen. Dementsprechend plus minus 1 Januswürfel. Würfel ich nochmal? Bitte 1 Januswürfel nochmal neu. Das ist damit mit 2 Punkten geschafft. Der nächste, bitte. Ja, Johann würde sich versuchen, hinterher zu bewegen. Ja. Ja, das ist nicht so seins. Er versucht irgendwie heimlich zu sein, aber so ganz gut sieht das nicht aus. Selber Wert, den du würfeln müsstest, eben mit einem Hexenwürfeln. Ja. Und die Erschwernis wäre auch bei dir ein negativer Januswürfel. Ich würde einen Coup einsetzen, tatsächlich. Das ist dafür sehr sinnvoll, ja. Wäre dann auch mein letzter? Ja. Ist ein Erfolg und jetzt ein Januswürfel. Janus. Oh, komm schon. Oh. Jesus ist mit euch. Dann ist auch Johann durch. So, schauen wir mal nach. Klaas ist durch. Marius würde sich versuchen, um die Frau zu kümmern und die irgendwie zu unterstützen, vielleicht, dass sie nicht da laut wird oder so, weil ich bin eigentlich ziemlich gut drin. Also ich habe Heimlichkeit 5. Okay, du kümmerst dich um sie und ich gebe dir einen weiteren Januswürfel dafür, dass du ihr hilfst. Okay, ich sag zu ihr, mach so, pst, seid jetzt ganz leise, wenn ihr euch euer Leben lieb ist. Gut, also würfe ich auf 5 Hexenwürfel und 3 Bonus, also 8. Ah, warte, genau, wolltest du einen Coup einsetzen? Nee. Nee, okay, dann würfelst du erstmal deine, was hast du gesagt?
5 ist der Wert und 3 Bonus dazu, also 8, ja. Okay, Hexen. gut, ja, okay, dann weiß ich, was du willst. Kriegst du die 3 Bonuswürfel als Hexenwürfel oder als Januswürfel? Nein, als Janus. Nein, der Fertigkeitswürfel. Hat er den Fertigkeitswürfel oder kriegt er einen Bonus von seiner Kleidung? Also, hast du einen Fertigkeit... Also nochmal. Wir schauen uns an. Heimlichkeit. Wie hoch ist deine Athletik? Also ich habe... Athletik habe ich 4. 4, okay. Und dein Heimlichkeitswert? Der ist 1. Also okay, das heißt insgesamt 5. Hm? Das sind 5 Hexenwürfel. Genau. Und dann bekommst du durch deine Kleidung einen Bonus auf Schleichen. Oder wie? Also ich habe hier eine Ach, das ist die Fähigkeit, glaube ich. Heimlichkeit. Ich habe hier eine, wie ein Schatten, heißt die Jägerkraft. Ah, okay. Das heißt, du musst die Jägerkraft mit einem, mit einer Idee oder mit einem Coup ist das, mit einem Coup musst du sie fokussieren. Und dann bekommst dann bekommst du Bonus dazu, oder wie ist das? Ja, plus 2 auf Heimlichkeitsproben in dunkler Umgebung. Das sind dann Januswürfel. Dann würfel erstmal 5 Hexenwürfel. Gut. Das ist eine 6, ist ein Erfolg. Dann hast du plus 2 Janus durch das Spähen, minus 3 für die Untoten und nochmal plus 2. Oder plus 3, nee, nochmal plus 3 oder wie? Durch deinen Jäger? Plus 2. Plus 2. Dann bist du insgesamt bei plus 1 Januswürfel. Also ich darf einen Januswürfel würfeln. Genau, dann kann es zumindest nicht mehr schief gehen. Kann nur noch besser werden. Besser wird's auch nicht. Nee. Besser wird's nicht. Achso, warte, genau. Ich hatte gerade überlegt, ich hatte noch eine Erschwernis gegeben für das Helft der Frau. Also insgesamt würde da gar kein Januswürfel überbleiben. Passt. Du hast es zumindest geschafft. Kannst die Frau mitnehmen. Ja. Halt die eng an meiner Seite und hoff. Und versuchst zu beruhigen und sag ihr, sie soll das Nachbarn machen, was ich mache. Sehr gut. Klaus und Jan fehlen noch. Klaus würde, denke ich, vorgehen. Und kann ich dafür jetzt eine Idee benutzen? Nein, oder? Coup, weil es körperlich ist. Es ist körperlich, du musst Coup einsetzen. Okay, das heißt, ich schaffe jetzt mit 5 Würfeln würfeln. 5 Hexenwürfel. Und wenn du einen Coup einsetzt, um es zu fokussieren, das sind es weitere 3 Hexenwürfel. Zumindest habe ich so verstanden. Das sieht aber gut aus. Das sind 3, ja. Und ich glaube, das ist die Januswürfel musst du gar nicht mehr reinschmeißen. Du kannst es trotzdem mal machen. Kannst das waren 2, oder? Ein Januswürfel musst du noch mal ran. Das ist ein negativer. Ja, alles klar. Dann kommst du mit 3 Erfolgen auch durch. Und ja, das Musketier fehlt noch. Bleib ich. Ich muss einen Coup einsetzen, beziehungsweise möchte einen Coup einsetzen, damit ich mit 5 Hexenwürfeln würfeln darf insgesamt. Bist du gar nicht so gut? Nee, das ist der Bereich, den ich nicht kann. Sind 2 Erfolge und da auch nochmal einen negativen Januswürfel. Beziehungsweise, weil du selber gespäht hast, ich würd dir gar keinen Januswürfel ankreiden. Du hast selber gesperrt, bekommst deine vollen 3 Punkte anstatt nur 2. Bist du durch? Ja, super. Okay. Gute Arbeit, Männer. Schön unten bleiben, gleich haben wir's. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dann könnt ihr in den tiefschwarzen Wald eindringen. Mittlerweile ist die Zeit etwas weiter fortgeschritten und ihr könnt in die winterliche Kälte vordringen. Während ihr das tut, könnt ihr die ersten schwarzen Schneeflocken erkennen, die jetzt unheilschwanger nach unten kommen. Der erste schwarze Schnee im Jahr. Ja. Ich werde mich da nie dran gewöhnen können. Ja, es gibt Dinge. Die sollen einfach nicht sein. Weiterer Nebel, der aufsteigt. Teilweise, ja, zusammen mit dem Frost, der jetzt hier so ein bisschen an den wenigen Blättern noch, ja, sich festsetzt, an den Tannennadeln, den Zweigen. Könnt ihr auch immer mal wieder den Mond erkennen, wenn er dann durchscheint. Vollmond. Wie gut, dass ihr diesmal nicht mit einem Werwolf zu tun habt. Ein kleines Stück den Wald hinunter könnt ihr auf einer Anhöhe die ersten Zaunpfähle von einem verfallenen Friedhof erkennen.
der wie eine Insel aus dem Nebelmeer herausragt. Ihr seid da. Hm. Halten wir mal kurz an. Marios, kannst du da vorne vielleicht mal nachsehen, was Sache ist? Nicht, damit wir mal mitten in die Meute reinstolpern. Ja, ich gehe voraus. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich leises Sohlen habe. Und ich versuche vorauszuschauen. Ja. Aufmerksamkeit. Okay. Es ist dunkel, ich gebe dir einen Janus-Würfel. Drei Echsenwürfel. Ja, drei Stück. Ein Erfolg und einen negativen Januswürfel. Passiert nichts, alles klar. Dann kannst du vor dir einige verwitterte Grabsteine erkennen. Die meisten, ja, wirklich mit Moos überzogen, abgebrochen. Wirklich darum gekümmert hat man sich nicht. Ah, das ist ja auch kein Problem, wenn man nur so sehr wenige Dorfbewohner hat, nur noch den alten Pfarrer, der mittlerweile verstorben ist, hat man keine Zeit, sich um so etwas wie die Toten zu kümmern. Einige der Gräber sind allerdings offen. Viel Erde, die weggeschaufelt wurde, und ein einzelnes Mausoleum, was hier offen steht. Die Tür wurde voll geöffnet. Und etwas Licht dringt daraus hervor. Das müsst ihr euch ansehen. Dort, zeig da vorne hin. Guck. Na, Johann macht sich auf den Weg. Ja, rücken wir erstmal nach. Dito. Und die Gräber sind aufgeschaufelt? Ist richtig verstanden? Ja, es sieht eher so aus, als ob sie nicht von außen, von oben aufgeschaufelt worden sind, oder eher als ob dort jemand von unten gegraben hätte. Hier kommen also die Leichen her. Hm. Und ich will wetten, dass wer immer dafür verantwortlich ist, mit dem Kinn einmal in Richtung des Mausoleums genickt, da drin sitzt. Dann sollten wir mal einen Besuch abstatten und ihm erklären, wie fehlgeleitet er ist. Okay. Oder sie. Ich würde sagen, ich blicke mich nochmal um, keine Untoten zu sehen, oder? Zurzeit nicht. Okay, ich würde sagen, wir springen über den Zaun und rennen direkt auf das Mausoleum zu, so schnell wir können. Lasst euch nicht an den Fersen packen, damit niemand hinschlägt. Gut. Dann ich gehe vor. Und wer macht den Abschluss? Vielleicht sollte ich als erster durchgehen. Nichts für ungut, aber ich glaube, fällst immer so leicht um. Dann mache ich den Abschluss. Gut, du gehst vor, falls irgendwas Unbequemes auf uns wartet. Dann brettern wir durch die Tür und sehen uns drin erstmal um. Seid bereit, da könnt alles Mögliche auf uns warten. Gut. 1, 2, 3, los. Ja, dann gibt Johann Gas und rennt voran. Über den Zaun und hinterher. Akrobatik, damit ihr alle zusammenbleibt und keiner stolpert über umgestürzte Grabsteine, ein paar Wurzeln der Bäume. Kann ich Klaus aushelfen? Wenn du einen Januswürfel nimmst, dann kannst du ihm einen geben. Den möchte ich hinnehmen, ja. Ich packe ihn dann, wenn er rüber geht, stütze ich ihn von hinten ein bisschen ab, dass er über den Zaun kommt. Und pass generell auf, dass er nirgendwo hinschlägt. Dann fang du mal an. Okay. Akrobatik, zwei Erfolge und ein Januswürfel. Das ist ein Erfolg, du bist durch. Komm schon, Junge, komm schon, vorwärts. Ja. Der nächste. Das ist Johann, ein Erfolg. Mit einem Ächzen rollt er sich über den Zaun. Der nächste. Bekommt Klaus eine Erleichterung für die Hilfe? Für einen Januswürfel, ja. Wenn Klaus geholfen hatte, geht das. Wie viel kriegt er? Auch einen Januswürfel? Ein Plus, genau. Okay. Komm schon, Junge, du kannst das. Das reicht noch nicht. Jetzt der Janus. Nein.
Klaus schlägt an einer Wurzel hängen bleibend auf den Boden. Was mit dem nächsten? Was war die Probe? Athletik? Akrobatik? Akrobatik. Akrobatik, genau. Mit dem Fertigkeitswert auf Athletik. Yeah. Ich habe Erde im Mund. Bin ich bei ihm, weil ich ihm geholfen habe? Also kann ich freiwillig da bleiben? Ja. Dann spaltet ihr euch dann später die Erz. So, da fehlen noch... Jan fehlt noch? Ja, der als letztes wollte. Ja. Ich warte so lange. Du wartest. Dann, wer fehlt noch? Marius, ja. Ich würfel. Die Summe sieht gut aus, aber auch das ist kein Erfolg. Da hilft dir auch keiner. Damit bleibt's dabei. Auch du schlägst auf. Jan versucht jetzt gar nicht als letzter möglichst schnell drüber, sondern möglichst sicher drüber. Mal gucken. Und er nimmt sich lieber die Zeit. Lassen wir das. Es ist trotzdem nicht gut. Ja, so, ich muss gerade gucken. Wer hat das geschafft? Johann. Nein. Johann ist durch. Johann kann sehen, wie die anderen gerade mehr oder weniger straucheln, zurückbleiben. Du stehst jetzt mit deinem schweren Hammer oben an der Treppe der Krypta, kannst dort erkennen, wie sich dort wohl zwei Männer unterhalten. Männer ist übertrieben, der eine glatzköpfig mit leuchtenden blauen Augen, als ob er das Eis selbst gegessen hätte. Der andere mehr verrottender Leichnam mit Dreispitz auf dem Kopf, eine alte Adelskleidung und einbalsamiert. Eine Mumie. Sie unterhalten sich dort wohl gerade auf Latein und während du deinen anderen Freunden zurufen möchtest, vielleicht ihnen auch helfen möchtest, zurückrichten, kannst du sehen, wie aus den Gräbern weitere Untote aufbrechen. Wir beginnen mit den Kampfrunden. Tatsächlich hat Johann Schwert und Schild. Schwert und Schild, dein Kriegshammer beiseite gepackt, alles klar. Ja. Ja, dadurch, dass ihr es nicht geschafft habt oder auch euch entschlossen habt, dass ihr es nicht schaffen wollt, das war, glaube ich, Klaas, er wollte bei den anderen bleiben, kommen die Untoten auf euch zu, sie beginnen mit der Kampfrunden und binden euch. Ach, ist das schön.